Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Prehistoric Kingdom Video, in dem wir uns mal den Devlog, den ersten Devlog vom Jahre 2021 anschauen. Ist lange her, dass irgendwie was kam zu Prehistoric Kingdom, aber ich wollte mir jetzt mal mit euch gemeinsam nochmal so den aktuellen Stand angucken, wie weit das Spiel momentan ist, wie das Ganze aussieht und wann wir das Ganze erwarten können. Mal sehen, was wir alles in diesem Artikel finden werden. Ich habe es mir jetzt auch nur einmal kurz überflogen. Ihr könnt das Ganze auch vorbestellen oder auf die Wishlist bei Steam packen. Dazu sind beide Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt legen wir direkt los. Und als erstes haben wir da einen wunderschönen Screenshot. Nämlich von einem Mikroraptor. Der sitzt hier auf einem Baum. Und im Hintergrund sieht man, dass der sich in einem großen Gehege hier befindet. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar ein großes Indoor-Gehege. Hier ist auch eine Mauer. Und hier ist auch Glas. Ich gehe auch davon aus, dass oben eine Decke drauf ist, weil der kann ja fliegen und ein bisschen gleiten. Und damit er nicht entkommen kann, ist es natürlich logisch. Was ich allerdings hier am coolsten finde an diesem Screenshot ist, dass wir jetzt sehen, dass es echt die Möglichkeit gibt, diesen Mikroraptor auch in einem selbstgebauten großen Gehege zu halten und man nicht so an diesen kleinen Käfig, den wir aus dem Trailer kennen, gebunden ist. Weil ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass man später halt nur diesen Käfig hat und da kann er dann drin fliegen und den kann man halt so ein bisschen variieren. Aber es scheint nicht so zu sein. Man kann hier wirklich eigene Gehege bauen und auch größere Gehege bauen. Und das finde ich auch richtig gut so. Das Ganze ist übrigens ein Screenshot von Captain Hardrow. Wir werden allgemein einige Video- und Bildaufnahmen von VIPs sehen, die schon das Spiel anspielen durften. Und die haben auch geschrieben, dass die wirklich sehr, sehr schön bauen können. Also ich bin sehr gespannt auf die ganzen Screenshots, die wir gleich zu Gesicht bekommen. Es wird übrigens momentan sehr, sehr viel daran gearbeitet, neue Bauelemente einzubringen, wie Türen, Glasscheiben oder Fenster und sowas. Und es wird am Wasser gearbeitet, es wird an Spiegelungen gearbeitet und, und. Also das ist wirklich sehr interessant. Hier kann man das Ganze auch nochmal sehen. Also das hier vorne ist das Wasser. Und das Spiegeln, das sieht schon wirklich 1A aus. Ich muss wirklich sagen, dass das Spiel immer, immer schöner wird. Auch das Gebäude hat einen sehr coolen Stil. T-Rex Café. Ist dann echt cool, wenn die Leute dann hier vorne sitzen und dann einen schönen Ausblick genießen können. Kleines süßes Café. Als nächstes kommen wir hier zu dem Development Report. Also das ist der aktuelle Stand von dem Spiel. Die Pre-Alpha 1 ist abgeschlossen. Das war der kreative Part. Jetzt geht es als nächstes zur Pre-Alpha 2. Das ist der Simulationspart. Dann geht es zur Alpha, zum Management-Part. Und dann geht es schon in die Beta und den Early Access Release. Also so weit ist es nicht mehr. Die Punkte hier unten, das sind glaube ich die Sachen, die jetzt abgeschlossen wurden. Nämlich einmal das Tierverhalten wurde hinzugefügt, dann das Zäunesystem, Wasserzeichnen, User Interface wurde ein bisschen was verbessert, dann hier so ein paar Bugverbesserungen, also irgendwelche Bugfixes und ja, irgendwelche anderen Sachen. Dann wurden hier noch einige Sachen hinzugefügt, wie ich gerade schon vorgelesen habe, Türen, Fenster und ich weiß gar nicht, was Awnings sind. Okay, Google hat mir geholfen. Das sind so Sonnendächer oder Markisen, sowas in der Art. Die sind ja auch hinzugekommen. Dann wurde hier an dem Dinosaurier-Aussehen noch gearbeitet. Gäste haben jetzt ja Ankleide-Optionen, also dass die anders aussehen, gehe ich mal von aus. Animation, must go faster steht hier. Weiß ich auch nicht genau, was das heißt. Es wurde auf jeden Fall an den Animationen ein bisschen gearbeitet. Ich habe mich auch vorher mit diesen ganzen Devlogs gar nicht so sehr auseinandergesetzt, deswegen kann gut sein, dass ich ein bisschen was Falsches erzähle. Falls dem so sein sollte, dürft ihr mich natürlich gerne unten in den Kommentaren korrigieren. Spricht ja nichts dagegen. Wurde hier noch ein bisschen was an den Strukturen gemacht und an den Sounds ein bisschen gearbeitet. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen genauer zu einem der Entwickler-Highlights. Nämlich geht es hier nochmal um die AI, also die künstliche Intelligenz von den Dinosauriern. Daran wurde nämlich sehr viel gearbeitet und es sind einige Animationen reingekommen, nämlich einmal Idling. Das ist das, wenn die Dinosaurier einfach rumstehen und sich so ein bisschen bewegen. Dann haben wir Gehen, Rennen, sich ausruhen, schlafen und auch Grasen. Das wurde alles eingefügt und natürlich auch in Verbindung mit Essen, Trinken und sich sozialisieren. Also daran wird gearbeitet und das kommt bald ins Spiel. Die Hadrosaurier, die sieht man hier auch ganz gut, das ist ja hier in Edmonto. Die haben auch eine spezielle Funktion noch bekommen, nämlich können die sich hinten auf ihre Hinterläufe stellen. Das sieht man hier ganz gut. Und dann können die so einen richtig lauten Schrei durch den ganzen Park machen. Und den hört man dann auch durch den ganzen Park. Ziemlich cool. Weil sowas macht echt immer sehr viel
Ja, gerade von der Atmosphäre, wenn man dann so baut und dann auf einmal so ein Dino-Schrein hört, finde ich immer mega toll. Und finde ich auch sehr cool, dass die Hadrosaurier sowas bekommen. Übrigens ein sehr schöner Screenshot. Sieht schon echt schön aus bei Nacht hier mit dem Mondschein. Damit die Bewegung der Dinosaurier auch noch besser und natürlicher aussieht, ist es jetzt so, dass die Dinosaurier sich vorher einen Weg zum Ziel überlegen und dann auch um Hindernisse wie zum Beispiel Zäune herumlaufen, um dann halt zum Ziel zu kommen und dann nicht erst gegen den Zaun laufen und dann irgendwie außen rum. Also die überlegen sich wirklich vorher, wo sie langlaufen wollen und laufen dann auch den Weg entlang. Und es ist auch so, dass die Dinosaurier jetzt mehr zum Boden oder am Boden kleben. Das heißt, dass die nicht auf einmal in der Luft schweben, wenn dann das Terrain irgendwie anders ist oder dann Felsen oder sowas kommen. Daran wurde halt auch gearbeitet. Das würde natürlich auch so ein bisschen die Immersion nehmen und das finde ich auch sehr gut. Und es ist auch besonders cool, dass die Dinosaurier jetzt auch in Richtungen schauen, wo sie zum Beispiel hingehen wollen oder wo andere Kreaturen sind oder auch Gebäude. Das heißt, wenn man so eine Beobachtungsgalerie oder sowas hat, nehmen die das auch wirklich wahr und schauen sich das auch mal an. Und es ist nicht einfach so, dass sie das komplett ignorieren. Und dann haben wir hier auch nochmal einen schönen Screenshot von einem Edmonto. Ich glaube ein Weibchen, sieht zumindest nicht so farbenfroh aus. Ja, mit ein bisschen Gras, der ist hier wahrscheinlich gerade sogar am Futtern, so wie es aussieht. Ganz hübscher Dinosaurier, muss man sagen. Aber wir gehen weiter, denn hier kommt dann auch nochmal ein bisschen was zu der individuellen Gestaltung von den Skins der Dinosaurier. Es ist nämlich so, dass die Färbung, die Sättigung, also das heißt die Stärke der Färbung und auch die Größe des Tiers immer zufällig ist und dadurch hat man dann immer sehr, sehr viel Variation und jedes Tier ist dann wirklich einzigartig. Das finde ich ziemlich cool. Hier sieht man das ganz gut. Der ist ein bisschen rötlicher und auch, ich weiß gar nicht, größer, kleiner kann man sehr schwer einschätzen. Aber was ich auch noch sehr cool finde an diesen beiden Screenshots ist dieser Holzzaun im Hintergrund. Der ist nämlich, glaube ich, auch neu. Ich finde es auch immer cool, wenn man Variationen hat bei den Farben, weil dann ist jedes Tier halt echt was Besonderes. Das finde ich ganz toll. Als nächsten Punkt haben wir hier den Oberpunkt Audio, also alles das, was man hört. Und da wurde gerade bei dem Edmontosaurus und dem Mikroraptor einiges an Sounds hinzugefügt, wie zum Beispiel Atmen und auch andere Sounds. Und das bringt natürlich die Tiere nochmal viel, viel mehr zum Leben. Und bevor wir jetzt groß darüber sprechen, würde ich sagen, hören wir uns das Ganze mal an hier. Es gibt nämlich ein wunderschönes Video dazu. Also die Sounds hören sich wirklich schon richtig gut an. Das hat sich echt lebendig angefühlt. Sorry für die schlechte Auflösung übrigens. Die war leider nicht besser verfügbar. Aber das macht ja nichts. Ich finde es aber besonders cool, dass man echt seinen eigenen Käfig bauen kann. Und ihr habt jetzt nochmal gesehen, die klettern dann da auch vernünftig rum. Hier vorne hängt zum Beispiel auch noch einer am Zaun. Das finde ich sehr cool. Und auch die Animation, wie die den Baum hochklettern und dann da rumfliegen und sowas. Das sieht schon alles sehr, sehr nice aus. Und mit diesen Sounds fühlen die Tiere sich auch wirklich oder die Lebewesen sich auch wirklich sehr lebendig an. Dann geht es jetzt als nächstes zu neuen Gebäuden, die man bauen kann. Hier haben wir nämlich einmal den Informationskiosk. Sieht auch ziemlich cool aus. Ein rundes Gebäude und wieder ein sehr, sehr toller Stil. Auch hier mit den Bänken. Das sieht alles so schön aus. Ich freue mich so auf das Spiel. Wie schön man das hier alles bauen und gestalten kann. Das ist einfach unfassbar cool. Richtig nice. Das Gebäude sieht super aus. Aber wir gehen direkt weiter. Gibt nämlich noch ein neues Gebäude, nämlich einen Restroom, das heißt eine Toilette. Sieht auch sehr schön aus, ungefähr der gleiche Stil. Bisschen mit diesem Stein, bisschen mit diesem Holz, ein paar Stahlträger. Die Mülltonnen hier sehen sogar aus wie die Mülltonnen, die ich mal als Mod für Jurassic World Evolution rausgebracht habe. Also die sehen halt fast exakt gleich aus, wie nice. Sehr, sehr cooler Stil, gefällt mir. Sieht das Gebäude auch nochmal von oben aus, von hinten, so mit Überwachungskamera. Cool. Hier gibt es sogar zwei verschiedene Restrooms. Das ist auch cool. Der Family Restroom, das ist so ein großer. Und dann hier den normalen Restroom.
Das heißt, an so Hotspots, wo dann besonders viele Leute sind, macht es wahrscheinlich Sinn, dann die großen Toiletten zu nehmen, als die kleinen. Hier haben wir dann auch nochmal neue Zäune, die ins Spiel gekommen sind. Hier haben wir einmal die modernen Stahlzäune oder Metallzäune. Sieht schon cool aus. Cooles Design. Auch mit Strom, zumindest hier diese beiden. Und dann die verschiedenen Größen hier für besonders gefährliche Tiere, mittel und klein. Hier haben wir dann auch nochmal die Holzvariante. Die haben wir gerade schon gesehen, zumindest hier diese große. Die mittlere gibt es auch. Das ist sehr cool, dass hier wirklich so ein Guckloch nochmal ist, wo man durchschauen kann. Das ist dann auch genau auf Kopfhöhe. Und hier haben wir dann nochmal einen hüfthohen Zaun, was ich auch sehr, sehr gut finde. Gerade für so friedliche Pflanzenfresser, wo man auch ruhig mal reingreifen kann, weil die einem nichts tun. Finde ich es besonders toll, dass die Gäste dann echt rüberschauen können und dann das Gefühl haben, wirklich nah an den Dinosauriern dran zu sein. Ich finde auch die Optik und das Design sehr, sehr cool. Kann man auch gut miteinander verbinden, das sieht man hier auch ganz gut. Also die kann man auch miteinander kombinieren, die Zäune. Hier wird dann auch nochmal ein Dinosaurier vorgestellt, etwas genauer, nämlich der Protoceratops. Können wir uns hier auch nochmal anschauen in größer. Er sieht schon sehr detailliert und cool aus. Natürlich etwas kleiner, der Dinosaurier. Aber man sieht auch ganz gut, hier ist auch ein Unterstand selbst gebaut. Da hinten kann er sich dann wahrscheinlich reinlegen. Der Untergrund sieht cool aus. Wir werden wahrscheinlich sehr viel Variation bei der Pflanzung haben. Und auch mit den Felsen und Deko-Elementen. Aber das war noch nicht alles. Wir haben nämlich noch weitere Screenshots. Unter anderem hier von einem selbstgebauten Indoor-Gehege. Einmal von außen und dann hier von innen. Für den Mikroraptor mit dem kleinen Häuschen. Und ich glaube, hier ist sogar ein Mikroraptor oder hier. Oder? Bin mir unsicher. Ich kann leider auch nicht näher ranzoomen. Aber es ist sehr, sehr cool, dass man das alles selber bauen und gestalten kann. Hier haben wir auch nochmal so ein Dschungelgehege. Sieht man auch nochmal schön die Gestaltung hier der Landschaft mit dem Wasser und den Felsen. Und natürlich mit der Bepflanzung. Das sieht echt toll aus. Hier ist sogar ein Hadrosaurier. Wahrscheinlich auch ein Edmonto. Das sieht echt cool aus. Also sehr, sehr dschungelig. Aber wir gehen weiter zum nächsten Bild. Hier haben wir nämlich nochmal sowas. Das sieht so ein bisschen wie ein Staudamm aus. Ist aber eigentlich, glaube ich, nur so ein Besucherweg. Hier ist ein Geländer. Aber sehr schön in die Klippen eingebaut. Und auch hier das Wasser und die gestaltete Natur dazu. Kann ich leider nicht größer machen für euch. Und wir haben hier auch nochmal was Schönes, nämlich ein paar Gebäude. Hier ist dieses Informationskiosk oder was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Das, was wir gerade schon gesehen haben. Das T-Rex-Café. Und auch hier was Selbstgebautes, so wie es aussieht. Ich glaube, das ist sowas wie eine Beobachtungsgalerie, weil hier ist ein Gehege. Also vielleicht können die Tiere sogar hier reingehen. Ich bin mir da unsicher. Könnte ein Unterstand sein. Aber sieht cool aus. Also man sieht hier schon echt die Möglichkeiten, die man hat. Und hier ist dann auch nochmal ein weiteres Indoor-Gehege hier unten. Sieht auch wieder komplett anders vom Stil aus. Aber ich finde das so cool, dass man das alles selber bauen und gestalten kann, wie man möchte. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ja, das waren alle Screenshots von der aktuellen Version. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt und hyped auf das Spiel. Es sieht alles so toll aus und man hat so viele Möglichkeiten. Und das Ganze dann auch noch mit Urzeitlebewesen. Also viel, viel besser geht's ja gar nicht. Falls euch dieses Video gut informiert haben sollte und gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.